Weiter geht's. Seit gut 3 Jahren wird der Bereich an der Hohenfelder Bucht umgestaltet. Was sich in den letzten Monaten getan hat und was als nächstes ansteht, zeigen wir Ihnen hier im Baustellenkicker. Herzlich willkommen zur 3. Ausgabe des Baustellenkickers, unserer Infoclips zu den Bauarbeiten an der Hohenfelder Bucht. Die erste von 2 neuen Straßenbrücken an der Schwanenwick hat der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer schon Ende 2022 eröffnet. Hier rollt künftig der Kfz-Verkehr stadteinwärts. Wo auf der Buchtseite die alte Straßenbrücke stand, wurde das Fundament für die 2. neue Brücke gebaut. 36 Betonbohrpfähle werden das Gewicht der neuen Brücke tragen. Von der alten Unterführung zwischen Bucht und Alster ist nichts mehr zu sehen. Hier entstehen im nächsten Schritt Stützen und Widerlager für die neue Brücke. Anschließend wird der Überbau betoniert. Ganz ähnlich sehen die Arbeiten auf der Alsterseite aus, allerdings in kleinerem Maßstab. Hier entsteht gerade die neue Geh- und Radwegebrücke. Fertig werden beide Brücken voraussichtlich Mitte 2024. Auf der gegenüberliegenden Buchtseite, parallel zur Barkerstraße, wurde der alte Geh- und Radwegetunnel abgerissen. Das alte Bauwerk wurde bis auf die Höhe der Bestandspfähle zurückgebaut und auf diesen neu errichtet. Anschließend wurden die Sohle, die Tunnelwände und die Tunneldecke hergestellt und der Verkehr konnte auf dem neuen Teil des Tunnels geführt werden. Wir konnten also dann mit dem Abbruch und Neubau des 2. Tunnelabschnitts beginnen und der Rohbau des Tunnels ist seit Frühjahr 2023 fertiggestellt. Da die Bauphasen und das Verkehrsführungskonzept eng miteinander abgestimmt sind, können wir hier an dieser Stelle mit den Arbeiten erst fortführen, wenn die 2. Straßenbrücke und die Geh- und Radwegbrücke fertiggestellt sind. Anschließend können wir mit dem Bau der Sitztreppen hier in der Bucht und mit den ausstehenden Straßenbauarbeiten auf dem Tunnel und um die Bucht herum beginnen. In der Dimension hat sich der Tunnel kaum verändert. Er ist ca. 43 Meter lang und 5 Meter breit. Das Erscheinungsbild des neuen Tunnels ist jedoch deutlich freundlicher und heller. Das liegt vor allem daran, dass das Tunnelportal weiter geöffnet ist und wir eine ausreichende Beleuchtung im Tunnel haben und einen hellen Mauerwerkstein verwenden. Außerdem wird die Fuß- und Radwegführung deutlich voneinander getrennt. Über die weiteren Schritte informieren wir Sie in unserem nächsten Clip. Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf der Internetseite des LSBG. Wir sehen uns beim nächsten Baustellenkicker. Bis dahin und kommen Sie gut an Ihr Ziel.